Zieh raus! Alles war schon draußen! Komm! Zieh ihn raus! Das schaut aus wie so ein... Das geht nicht, er hat Widerhaken. Herzlich willkommen! Hallo! Herzlich willkommen zurück zur Bina. Let's play Eat. Ja. Let's play how to eat. Jetzt lass doch mal die Bina schmatzen. Essen ist halt auch extrem wichtig, ne? So, ich begebe mich auf die Reise. Also auch beim Zocken, ihr müsst was essen. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja. Essen ist immer wichtig, das ist überlebenswichtig. Ja, Essen ist wichtig. Auch in Spielen, so wie in Minecraft, nie vergessen zu essen. Mhm. Ja, dadurch wird die Gesundheit wieder besser. Ja. Da liegen übrigens wieder Eier auf deinem Steg. Okay. Ja. So, ich schau mal, was die Bina treibt. Was? Nix, nix. Du brauchst nicht herkommen. Hier ist aber gut, ich werde jetzt mal offline gehen, Leute. Bis die Tage mal, ne? Auf Wiedersehen. Tschüss, Markus. Boah, wie ist denn der drauf? Ja, er muss Haya Bobo machen. Ach so, ja. Haya Bobo. Naja. Kommen wir zurück aus dem Vulkan. Bald ist mit er ja Mama, 18 ja, und darf auch länger wach bleiben. Was wollte ich denn jetzt hier machen eigentlich? Ach so. Alzheimer lässt grüßen. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Dich kenne ich ja noch gar nicht. Mutti. So. Ich baue heute. Von mir? In dieser Folge. Ja, es ist wieder Nacht. Nachts geht man immer Haya Bobo machen. Wenn denn nachts ist. Es ist noch nicht Nacht. Ey, was hast du da gerade vor deinem Bett gemacht, Andi? Oh. Nee, das Keule hat geschwungen. Also bitte. Nee, ich hab Linksklick aufs Bett gemacht. Nee, nicht links, sondern Rechtsklick. Mütze, Glatze. Ja, das kannst du ja fast spielen. Fast? Ja. Wieso fast? Nee, du bekommst da so eine leichte Glatze schon. Na, Glatze vielleicht noch nicht, aber graue Haare bekomme ich langsam. Oh, du armer Rentner. Ja. Ja. Na, Golem, möchtest du auch mitkuscheln? Darf ich Ihnen über die Straße helfen? Nein! Verpiss dich! Kommt der Golem zu dir? Das ist aber nicht nett. Genau, Bina ist nicht nett, ne? Nee, sowas macht man nicht. Oh, ja. Oh. 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 Ja. Ja, Golem. Golem. Ey, das war ich. Golem. Oh. Der hat so einen der Klatsche. Unfassbar. Ja, wenn du nicht kommst, dann muss ich mich halt mit Goli Gol Gol. Wie auch immer man den nennen darf. Kugelfisch. Kartoffelkopf. So wieder, so. Das schon wieder ein. Andi, bleib mal stehen. Jetzt bleib doch mal stehen. Dreckige Mistkerle. Bleib doch mal stehen. Jetzt bleib doch mal stehen. Andi. Andreas, bleib doch mal stehen. Andi. Ja, ich steh schon. Andilein, wo hast du dich versteckt? Ich find, da, wo du mich niemals finden wirst. Ich finde dich. Oh oh. Was? Wow. Bleib hier.
hier geblieben. Du Pöser. So, warte mal, hier hat's geklappert. Der ist bestimmt wieder hier rein. Nein, ist er nicht. Mal, sehe ich den Namen irgendwo von ihm? Dann ist er bestimmt da drauf. Ich sehe meinen Namen, aber ich sehe deinen Namen. Ich sehe ihn. Ach, hier ist er, Pups. Ah, dann ist er bestimmt hier runter, oder? Wieso sehe ich deinen Namen nicht? Ich glaube, ich bin blind. Das ist ja geil. Boah, dass ich versteckt. Wo bleibst du? Wir wollen Betty gehen. Bett? Achso, ich baue hier noch. Ihr wart ja da beschäftigt. Ey, sag mal. Bist du noch im Haus? Nein. Ja, super, dann kann ich lang suchen. Ah! Das hat jetzt geil ausgeschaut. Au, ich komm jetzt nach Hause. Ich werd hier angegriffen. Ich bring ein paar Freunde mit. Okay. Wir werden uns um sie kümmern. Mhm. Das Versteckspiel war lustig. Ja. Ey, lüg doch nicht, du hast gar keine Freunde dabei. Oh. Ich hab mich so gefreut, dass endlich mal Besuch kommt. Ja, die sind ein bisschen schüchtern. Schüchtern. Ah. Oh. Ja. So, ab ins Bett mit dir, Andi. Der Golem kommt nach. Hallo. Oh, warte. Ich muss nochmal zu ihm. Gute Nacht. Nacht. Hey. Ups. Jetzt kann ich gerade aufstehen und dich schlagen. Ich wollte dich knuffen hier. So, Moment. Oh. So. Guten Morgen. Ich beginne endlich. Ja, ich wollte eigentlich auch irgendwas machen, aber ich weiß es schon lange nicht mehr. Chris, wo sollte ich die Ding hinbauen? Die was? Ich habe noch gar keinen Eingang für die Kühe gemacht. Die Kühe. Und was wolltest du jetzt machen? Die Cobblestone-Generatore. Ah, Laura. Hatten wir nicht irgendwie gedacht, wir machen das hier hin? An die Mauer? Ja, so eine Nähe von der Mauer. Wo die Kühe sind. Ja. Brauch noch Zaun. Sag mir, wo die Kühe sind. Wo sind sie geblieben? Sie sind in meiner Pfanne drin. Und sie schmecken gut. Vollzyklisch. Sie sind im großen Kessel drin. Mach mir ein geiles Gulasch draus. Geiles Gulasch? Ja. Wo gibt's das zu kaufen? Bei Geilomatico. So. So, ich baue jetzt mal Türen rein endlich in die Mauer. Ach so, die ist weggesprengt. Da hat's keinen Sinn. Da auch nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wurscht. Pling, pling, ploing. Ich hau dir eine rein. Bam. Immer so gewalttätig. Ich? Aber, ja, aber du hast ja recht. Das ist ja das Schlimme dran. Die Biene immer so gewalttätig ist. Was mach ich denn? Gewalttätig. Kühe. Ich mach euch putt. Richtig kaputt. Ja,
Ja, das schaut jetzt mal richtig komisch aus. Aber dass drei Türen nebeneinander gehen, das ist ja merkwürdig. Hm, Hauptsache es kommt keiner mehr rein. Sag mir, wo die Blumen sind. Die sind in den Knochen drin. Oh, ich hab gedacht, mein Holz ist alle scheiße. Oh, ich hab noch ein bisschen. Apropos Knochen. Kühe. Schaut euch um mich. Ach, da habe ich schon überall Blumen hin. Aber bei der Biene schaut so kahl aus. So. Bei Baustellen schaut es immer kahl aus. So. Und so. Und Bina, ich hab dir mal ein bisschen Wiese gemacht. Ich seh's. So. Halt! Mach mal hier ein bisschen Wiese. Wo? Kommen Sie mal her. Da bei meinem Fenster, wo die gelbe und die rote Blume sind. Da. Nein, da drauf! Ach, da drauf? Ja, aber in da. Den Blumen. Ach, weißt du was? Geht das nicht? Die, wo da drin sind. Ja, aber da sind doch Blumen. Nein, aber ein bisschen Gras und so. Klappgras. Geht ja. Das nicht? Ja, aber da ist eine Blume und mehr geht da nicht hin. Okay. Dann was? Okay. 1, 2, 3. Ich hab nichts Dezentes gesehen, was ich hätte tun können. Um eine gewisse Anzahl Kühe zu dezimieren. Was treibst du schon wieder? Ach so, genau, die Kühe aussiedeln. Kühe wegschmeißen. Nee, die brauchen wir noch. Ich mach jetzt einfach eine Stein, ist mir Schnurz. Also ich habe tatsächlich nichts mehr zum Essen im Inventar, das gibt's doch gar nicht. Lol, Mensch, bist du verfressen. Gib dir welche aus. Ja, warte mal, da ist doch in der Kiste noch was. So. Ich häcksel das Holz hier weg. Ich finde es immer so cool, wie der Andi die Viecher auslagert. Immer mit den Zäunen. Ey, aber da ist eine Kuh daneben gelaufen. Ja, die muss sterben. Ja. Die will es nicht anders. Die will einfach sterben. So, meistens zwei. Aber die wollen halt einfach sterben, ich weiß nicht warum. So, endlich sind sie weg. Boah, die nervigen Viecher sind weg. Ja. Dank Andi. Unser Retter. Dank Netflix. Apropos, so. Ich freue mich schon auf die neue Folge, die ich mir dann später noch anschauen werde. Von Jericho. Wo soll die ungefähr stehen? Ja, mach's ja einfach. Keine Ahnung, wie viel Platz du brauchst halt. Aber einfach hier so an die Mauer ran. Hier so. Dass man halt schnell vom Haus hinkommt. Das war ja die eigentliche Idee. Ja, ich wollte es so ungefähr so hier platzieren. Ja. So. Jetzt ist da schon wieder alles so. Ich muss mal schauen, ob ich noch Knochenmehl irgendwo hab. Als Gartenbeauftragter kann ich das nicht so stehen lassen. Ah, hier. Hoffentlich hat er kein Knochenmehl mehr. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie immer geschimpft wurde ich mit meinen Kackblumen, ne? Das war nicht ich, das war der Markus. Stimmt. Hast du ja Glück gehabt jetzt, ne? Das ist ich bräuchte mal eine Werkbank hier oben. Oh ne, brauche ich nicht. Ich habe hier oben eine. Das ist für mich schon immer in Minecraft das Allerwichtigste gewesen, dass es keine kahlen Flächen gibt. Mir war das egal, ich brauche alles kahl.
Mensch, Andi. Din. Ja, soll ich jetzt mal die ganzen Fackeln hier wegmachen und das einfach nur das Lightstone stehen lassen oder bringt das nichts? Aber eigentlich dürfte doch dann gar nichts spawnen, oder? Also wenn man so einigermaßen durcheinander aufstellt alles. Ja, du kannst die Fackeln noch stehen lassen. Also ohne die Fackeln würde wieder was spawnen. Bist du sicher? Ja. Ist Lightstone nicht irgendwie heller wie Fackeln? Nein. Nicht? Glaube ich nicht. Ja, aber das sind so viele. Da sieht man ja die Wiese vor lauter Fackeln nicht mehr. Boah, cool. Da können wir einen Turm draus machen. Nein, was machst du? Ey, Alter! Ist nicht dein Ernst. Und vollends Ernst. Ich habe hier gerade so richtig schön die Wiese hingepflanzt und der Andi holzt sie mit dem Wasser einfach mal so weg. Du weißt, ich hasse Wiese. Das hättest du vielleicht vorher hinbauen können. Ja, aber wenn ich Wiese hasse? Jetzt habe ich kein Knochenmehl mehr. Verdammt. Ja. Aber schaut hübsch aus. Pass mal auf, ich mach auch noch was dazu. Naja, die Steinklötze kommen gleich wieder weg. Wieso? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Nö. Das ist aber jetzt mal voll unrealistisch, was da gerade passiert. Warum, das fließt ins Loch rein? Ach, du hast unten ein Loch reingemacht, okay. Ja. Ich glaube nämlich, dass die Folge zu Ende ist. Du kannst, da unten kannst du auch noch Glowstone rein, in die Ecken. Okay. Wie einfach mal keiner auf die Biene hört. Ja, ich gehe jetzt auch aufs Klo, ob ihr wollt oder nicht. Tschüss. 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 So. Oh. Ich bin sehr gespannt. Deswegen will ich auch jetzt die Aufnahme nicht abbrechen, weil ich will jetzt wissen, was du da Schönes treibst. So, die ein oder anderen kennen die Apparatur ja schon. Warum verbaue ich mich ständig immer genau? Da kommt irgendwo ein Zombie. Ach, das ist außen, oder? Der kann ja nur stummen bleiben, der Zombie. Ah! Cobblestone-Generator. Okay. Der ist ja geil. Ja. Aber ich würde sagen, wir benutzen den. Warte. Er ist noch nicht ganz fertig. Er ist ja noch nicht ganz fertig. Ich brauche noch zwei Hopper. Aber, Hopper? Ach so, genau. Ich wollte mich gerade fragen, weil wenn man von der einen Seite schlägt, der braucht ja immer ein bisschen. Bis wieder einer da ist. Ja, es geht um den Stein, dass der komplett verlust. Ja, boah, hör auf! Alter! Was? Bring mich halt gleich noch um. Wieso? Ich war gerade unten drunter. Ach so. So, jetzt kannst du die zwei hier, also die, wo ich jetzt hier abschlag, die kann man jetzt einfach dauerhaft abschlagen und die sind dann in der Kiste unten drin. Ja, dann machst du auf der anderen Seite auch noch. Ja, da brauche ich noch ein paar Hopper dann. Ach so, okay. Aber jetzt. Das kommt in der nächsten Folge. Ja. Yeah. Yeah. Jetzt hat der Chris Spaß. Juhu. Das ist wie auf dem Jahrmarkt. So, Whack the Maus, oder wie heißt es? Bin ich was? Wacko Maus. Wo bleibt mein Gewinn? Oh, schon wieder Stein. Ob da mal Diamanten Gewinn rauskommen? Den Gewinn haut ab. Ah! So, Andi. Ja. Bleib mal stehen. So.
Du kriegst mich nie. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.